Der wäre beinahe auch noch auf Chance-Time gekommen. Ich wäre durchgedreht, wenn das passiert wäre. Und, was spielen wir? 4 gegen 4. Okay. Was gibt's Feines? Plattform-Chaos. Das kennen wir ja auch noch aus Mario Party 1. Selbes Prinzip wieder. Wir müssen auf die andere Seite gelangen, ohne von den herabstürzenden Plattformen erwischt zu werden. Und wieder mal meine Lieblings-Bayern-Musik. Ja, Mais ist Ohrzupft. Super Gaudi ist das und ich bin runtergefallen. Ich wollte nur die Münze haben. Verdammt, ich in meiner Münzgier. Schlimmer als Wario. So gewinnt man definitiv nicht. Screw this, ich gehe zurück. Straße des Glücks spielen, da weiß ich wenigstens, wie ich gewinnen kann. Indem ich meine Gegner abzocke. Naja, wir spielen jetzt sowieso nur den Spaß, deswegen nicht, weil es ums Gewinnen geht. Hey Mann, gewinne, gewinne, gewinne! Next Round! Und ich darf wieder 5 Münzen abtreten, weil Koopa so freundlich ist. War das eben ein Glitch oder erzählt er das nicht als passiertes Bankfeld? Ach stimmt, das war kein Bankfeld. Ah, ich bin durcheinander gekommen. Das war ja so ein Item-Minispiel. Nein, Yoshi, du Bauersohn! Freaking Dinosaur Horse. Ich habe eben die beiden grünen Felder verwechselt. Das war ein Itemfeld, kein Bankfeld. Ja, manchmal lag ich betrunken und auf dem Sofa, ne? Weiß Bescheid. Und das gibt wieder ein 4er Minispiel. Fruchtkorb. Auch ein neues Minispiel, ganz lustig. Hier geht's auch ein bisschen um Glück, wenn man es nicht richtig kalkulieren kann. Ziel des Spiels ist es, allzeit übrig zu bleiben. Wir betätigen diesen 1er bzw. 2er Würfelblock. Und dementsprechend hat man entweder das Glück oder das Pech, einen Bienenkorb zu erwischen. Wenn der Computerspieler natürlich... Oh Mist. Die können mich jetzt richtig verarschen, wenn Yoshi jetzt eine 1 wird. Ich hab mich aufgepasst. Verflucht. Also gut, ich scheide aus. Ja. Man würfelt entweder 1 oder 2 und dementsprechend diese Anzahl von Früchten wird einem in den Korb geworfen. Wer einen Bienenstock dabei erwischt, der schaltet aus. So wie das mir eben passiert ist. Ich hätte auch besser aufpassen können. Ich weiß auch, früher haben wir immer so pausiert und dann haben wir abgezählt. Ich habe diese Methode aber nicht gemacht, weil ich denke, es ist ein bisschen lame und meine Fails sind doch schon sehr unterhaltsam und lustig für euch, denke ich mir. Wo es wichtiger ist, am Stück zu gewinnen, ist vielleicht eher erstmal in späteren Mario Party Times auf GameCube aufwärts. Wo es dann auch sehr story-relevant ist, dass man da keinen Bullshit baut. Aber da wir da jetzt momentan eh nur ein Bretter-Playthrough machen, ist es ja egal. Beziehungsweise in den, generell in den Singleplayer-Modi ist es interessant und auch wichtig. So, damit, wenn Mario jetzt keinen Bock missbaut, hat er gewonnen. Ja, damit ist er der letzte Überlebende. Der letzte Mohikaner. Das nächste Mal passe ich besser auf. Es ist, glaube ich, immer ratsam, beim ersten Durchgang erstmal nur eine 1 zu würfeln. Allerdings, naja, wie gesagt, ich habe nie aufgepasst. Gut. Und wir haben schon Halbzeit, Kinders. Sieht momentan nicht rosig aus für mich. Aber das kann sich ja alles noch ändern. Mit ein bisschen Glück. Wir gehen natürlich jetzt hier lang. Was gibt's denn Feines an Items? Ein Duellhandschuh. Nehme ich vielleicht... Obwohl... Ich nehme ihn mal mit. Dann könnte ich ja mit ein bisschen Glück noch was dazu gewinnen. Denn ab diesem Mario Party Spiel wurden Duelle eingeführt. Wobei es in Mario Party 2 nur ein Duell-Minispiel pro Brett gab. Das wurde natürlich auch etwas revolutioniert. War auch ein sehr willkommenes Feature in Mario Party 3 aufwärts. Besonders bei Mario Party 3 hat es mir gefallen, deswegen gehört Mario Party 3 eigentlich zu meinem Favoriten Nummer 1 von den N64 Mario Party Spielen, weil man da noch extra Duell-Spielbrett hatte. Das fand ich eine geniale Erfindung. Sowas hätte ich gerne auch mal wieder.
Und nicht so ein Mist wie, ich setze mich in ein Auto mit vier anderen und fahre durch die Gegend. Kugelchaos! Ach ja, das kennen wir ja auch noch. Da unten ist ein eingefrorener Scheigei! Aber der ist so groß, das ist bestimmt der Scheigei-Ötzi. Ja, Vorsicht, jetzt kommt die lila Milkeku oder so. Nein, 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 nicht runterfallen. Ja, das, wir sind bestimmt gerade in der Schweiz oder so, weil wir auf einem eisigen Fest sind. Obwohl, ich könnte auch sagen, wir sind in Österreich, aber bei den Schweizern ist es noch lustiger, oder? Kleiner Gruß an meine Schweizer Zuschauer, das ist nur Spaß, ja. Aber ich glaube, das muss ich jetzt nicht mal unbedingt dazu sagen. Ich mache ja auch so selbst Späße über meinen eigenen Dialekt, der Hesse. Bame, zu spät die Hesse komme mit der bisschen Riebsche voll Kraut. Und er kriegt Soße und Handkäse mit Musik. Und dann trinken wir alle einen Appleboy. Nachher kommt noch der Mirko Nonsens und dann pesten wir den Bämbel weg. So! Wenn ich genug hessischen Nonsens von mir gebe, kann ich sogar ein Minispiel gewinnen, wie ihr sehen konntet. Ich verwende jetzt schon mal den Duellhandschuh. Ich will mal gucken, ob es was bringt. Wenn ich Quatsch gemacht habe, dann ist es mir egal. Zeit für ein Minispiel. Seid ihr bereit, dass wir möge beginnen? So. Ich will gegen Peach antreten. Duelleinsatz. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich das gewinnen könnte. Deswegen knausere ich mal. Ja, 22 Münzen ab. Für den Fall, dass es doch in die Hose geht, dass ich noch genug habe. Drück den A-Knopf für blaue, den B-Knopf für grüne und den Z-Kopf. Z-Trigger für graue Pilze. Also A blau, B grün und Z grau. Das ist eine Vorgabe. Wir müssen jetzt eine Hexensuppe brauen. Und dementsprechend wird von uns hier verlangt. Es geht hier gar nicht ums Timing, sondern nur darum, die richtige Reihenfolge zu betätigen. Und ich sehe gerade so halb beim Rüber Lunz, oh shit, dass Peach mehr Fehler schon gebaut hat als ich. Von daher dürfte das... Oh Mist, zweiter Fehler. Egal, ich habe trotzdem weniger Fails als Peach gehabt. Ich hätte nur zwei Fehler. Von daher habe ich dieses Duell gewonnen. Und es gibt Kohle, 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 Schalala. Sodala. In späteren Teilen kann man natürlich auch noch aussuchen, ob man um Sterne spielt, aber da muss derjenige, der keinen Stern hat, Minimum 50 Münzen setzen. Okay, wir gehen hier rüber. Vielleicht schaffe ich es. Na! Nein! Nein! Erst Baby Bowser, danach Bowser! Nein! Nein! Oh Gott. Damit begegnen wir jetzt erstmal Bowser in Mario Party 2. Mach jetzt keinen Potpourri, ich dreh durch. Bowsers große Chance. Oh Gott, ich krieg's kotzen gerade. Wir kennen es ja noch, das ist wie Chance Time. Allerdings muss die unglückliche Sau alles an Bowser abtreten. Hoffentlich erwische ich Peach oder so, nicht mich. Nein! 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 Alles ist in die Hose gegangen. Nein, ich hatte überhaupt kein Glück eben. Naja, zum Glück habe ich ja eben die Münzen von Peach gewonnen. Nee, gewonnen, so zerronnen. So ein Kappes. Dual Bubbles. Ah, Hessen Power FTW wieder mal. So ein Mist. Hätte ich doch nur eine 1 mehr gehabt. Eine Raubtruhe. Mit dieser Truhe kann man Items von einem anderen Mitspieler stehlen. Die ist momentan schwachsinnig, weil kein anderer ein Item hat, aber das kann sich immer noch ändern. Damn you, Bowser. Bowser. Da wäre mir das Potpourri doch lieber gewesen, weil das ist wieder so dieser Münzumbruch, wo er die Münzen gleichmäßig verteilt. Jetzt muss ich mich beeilen und vor Yoshi dort oben landen, sonst habe ich ein kleines, aber peinliches Problem. Und dann habe ich so einen Krampf hier gehabt um die Münzen, ohne überhaupt was zu erreichen. Wir spielen Toads Big Band. Das ist eine eine Update-Version von Marios Big Band, dieses Mal 2 gegen 2. Ansonsten selbe Regeln und das Team, was besser spielt, das kriegt natürlich dementsprechend die Münzen. Hier geht es nur um A-Trigger. Und zwar immer dann, wenn der Cursor auf uns drauf landet. Warum muss ich die Querflöte spielen? Ich kann das nicht!
Ah, so eine Scheiße. Ah, oh, Mist. Ich hasse diese Big Band Minispiele. Die sind doch alle für den Arsch. Yoshi, streng dich doch mal an, du Dödelheime. Garantiert hat das andere Team gewonnen. Das war so klar. Wir haben alle versaut. Alle, alle. Sie kommen nicht mehr hin. Machen alle falsch. Alle kaputt. Okay, Luigi startet. Ich will mal ganz kurz auf der Karte lunzen, wie viele Felder das sind. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also Minimum eine 6. Yoshi muss dementsprechend höher. Nein! Oh, scheiße, es ist Nacht, der kann sich eh nicht bewegen. Ach, verdammter mistiger Mist, 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 Mist. So, dann klauen wir mal. Moment, ja, Peach ist noch Erste. Klauen wir mal Münzen von ihr. Ich befürchte, dieses Mal wird es das erste Mal so sein, dass ich einen Stern klauen muss, wenn es so weitergeht. Das Spiel ist gerade voll gegen mich. 16 Münzen, immerhin etwas. Ich könnte halt immerhin jetzt Anwärter auf 1 bis 2 Bonussterne werden. Wenn ich ein Feld weiter gehabt, hätten wir ein Kampf-Minispiel gehabt. Das kennt man ja von anderen Mario-Parteien auch. Na komm, Blech. Drück die Kohle ab. Verflucht, Yoshi, wegen dir ist es auch noch Nacht, ey. Ich batsch dich. Ha! Das wird ein interessanter Showdown, ob überhaupt noch mal jemand schafft, diesen Stern zu erreichen. Sehr schön. Wenigstens können wir ein bisschen Peach dezimieren da vorne, auch wenn sie schon bereits 2 Powersteine hat und das nur, weil sie eine Menge Glück hatte. Die Musik. Nein! Wenn du jetzt noch was auslöst, wie der Bowser Chancellor, dass ich irgendwas abtreten muss, ich werde. Ich komme in dieses Spiel rein. Ich weiß, wo dein Haus wohnt, Yoshi. Und dann schmeiße ich es mit faulen Tomaten ab. Bowsers Münzenpotpourri! Oh. Was? Jeder von euch muss. Ach, das war nicht der Münzenbruch. Verdammt, ich hab's verwechselt. Oh, screw you, Bowser. Dammit! Bowser hat die gemeine Halunke, du. Und ich bin 2 gegen 2. Hockey-Duell. Da hat sich doch schon mal die Idee ergeben für Mario Sports Mix, was? Nein, hier ist es ganz einfach. Wir bewegen diese kleinen Riegler hier und müssen versuchen... Oh, super, ich habe ein Eigentor geschossen. Wollte ich gerade sagen, wir müssen versuchen zu verhindern, dass der Cooper Shell bei uns reinkommt. Toll, Peach! Schenkt ihn doch gleich den Sieg. Was war denn das für ein Ei? Oh. Na super. Ich kann dieses Spiel sowieso nur besser, wenn ich Torwart bin. Ah! Peach! Jawoll ja! Kampf-Minispiel! So, bei sowas muss man immer eine Startgebühr einzahlen. Dann kriegt der Erstplatzierte 3 Viertel und der Zweitplatzierte 1 Viertel. Der eingezahlte Münzen. Wir spielen Ballon-Shooter. Oh shit. Das ist wie Autoscooter, allerdings. Halt, ich muss mal die Steuerung gerade wissen. Okay, nur so. Vorwärtsbewegen, okay. Okay. Es ist, wie gesagt, wie Autoscooter. Allerdings geht es darum, hier die Ballons zum Zerplatzen zu bringen. Wow, das war knapp. Und Sieg! Wer also als letzter drin bleibt, kriegt die meisten der eingezahlten Münzen wieder ausgezahlt. Das sieht dann immer so aus. Kampfminispiele, auch ab Mario Party 2. Immer gegenwärtig. Ja, Mario Party 9 zählen wir mal nicht dazu. Das ist Mario Party Kutschenfahrt für mich. Jetzt kriegt Peach auch noch Münzen ausgezahlt. Naja, aber sie hat momentan sowieso nichts. Welch ein Trubel.
Welch ein Jubel. Ah ja, an diesem Ort trifft man Geister. Das wäre so eine Besonderheit dieses Spielbretts gewesen. Und damit passieren. Wir haben jetzt bald einmal alles hier abgeschlossen und noch kaum ist einer nach da ganz oben gekommen bisher. Er schnupperte Kürbisfelder. Ich habe eine Kürbis gefunden. Eine dicke, runde, orange Kürbis. Die sind heller eher als Fackeln. Ah ne, Moment, wir sind nicht bei Minecraft. Disco-König! Oh mein Gott. John Travolta, wir kommen. Wir müssen die Reihenfolge von Yoshi nachtanzen, die uns vorgibt. Links, B, runter. Links, B, runter. Links und hoch. Links, B, runter. Och Mist! Stimmt, erst links und dann hoch. Ich habe schon alle falsch. Okay, Yoshi hat drei Versuche, uns alle auszunocken, wenn wir einen Fehler bauen. Verdammter Mist. Ich bin durcheinander gekommen und Peach ist auch raus. Wenn Mario jetzt nur Mist baut, dann hat Yoshi dieses Minispiel gewonnen. Ah ne, Yoshi hat nur zwei Versuche. Okay. Puh, haben wir nochmal Schwein gehabt. Ich hab's neulich geschlachtet und dann habe ich lecker raus Rabenschnitzel gemacht. Ah.